Wenn du dich als Gewerbetreibender selbstständig machen willst, dann brauchst du einen Gewerbeschein und musst dein Gewerbe anmelden. Wie das funktioniert und worauf du da achten musst, das schauen wir uns in diesem Video einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du dich selbstständig machen willst, ist die allererste Frage, die du dir stellen solltest, bin ich Freiberufler oder Gewerbetreibender? Was der Unterschied ist, was das jeweils einzeln ist und wie du weißt, was du eigentlich bist, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auf diesen Punkt möchte ich hier also gar nicht so genau eingehen. Dafür kannst du gerne das Video anschauen, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Wenn du jetzt weißt, dass du nicht freiberuflich bist, sondern ein Gewerbe anmelden solltest, dann stellt sich die Frage, wie machst du denn das Ganze? Du kannst in deiner Gemeinde, im Gemeindeamt, also im Gewerbeamt, einfach einen Termin machen, dann gehst du dahin und dann beantragst du dein Gewerbe vor Ort. Aber dank Corona geht das inzwischen bei fast allen Gemeinden auch online. Ist kein Scherz, vor Corona ging es eigentlich nur in Berlin auch online. Inzwischen geht es fast überall online. Und genau das kann ich dir auch einfach ohne Probleme zeigen und deswegen nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Um ein Gewerbe anzumelden, musst du die Webseite deiner Gemeinde aufrufen. Das heißt, du meldest dein Gewerbe bei deiner Gemeinde an, da wo du deine Selbstständigkeit ausüben möchtest. Das heißt, bei dir sieht das unter Umständen so ein bisschen anders aus. Ich zeige dir das Ganze hier anhand des Beispiels von Berlin. Bei dir sollte das aber ziemlich vergleichbar aussehen und die inhaltlichen Fragen und die einzelnen Dinge, die du angeben musst, die sind tatsächlich inhaltlich komplett identisch. Wir sehen beim Formular von Berlin ganz am Anfang erstmal ein paar Informationen. Und zwar, was können wir hier alles tun? Wichtig ist für uns jetzt erstmal, ich kann die Neuerrichtung eines Betriebes hier anmelden. Und genau das möchte ich ja machen. Ich möchte meine Selbstständigkeit hier anmelden. Was ganz interessant ist, hier steht, was ist eigentlich ein Gewerbe? Ein Gewerbe ist jede auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtete und auf Dauer angelegte Tätigkeit. Das heißt, bei einem Gewerbe brauche ich eine Gewinnerzielungsabsicht. Wenn du etwas tust und dadurch ein paar Einnahmen hast, aber keinen Gewinn erzielen möchtest, dann musst du kein Gewerbe anmelden. In diesem Zusammenhang solltest du den Begriff Liebhaberei kennen. Was das genau ist, dazu findest du auch ein Video unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn du gerade gründest, das ganze Thema für dich neu ist, dann schau da auch unbedingt vorbei, weil wir haben rund um diesen ganzen Themenkomplex schon viele, viele Videos veröffentlicht. Was hier außerdem steht, ist, wann du hier falsch bist. Und zwar, wenn du einen freien Beruf ausübst. Wenn du Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arzt und so weiter bist, dann bist du nämlich ein Freiberufler. Genau auf den Punkt bin ich eben schon eingegangen. Dann bist du hier nämlich falsch. Dann darfst du auch bitte kein Gewerbe anmelden. Was zusätzlich ganz interessant ist und du dir vorher angucken solltest, ist, welche Unterlagen brauchst du. Das variiert natürlich je nach Rechtsform, die du da jetzt anmelden möchtest. Wenn du als One-Man- oder One-Woman-Show dich anmelden möchtest, brauchst du in der Regel einfach nur einen Ausweis. Und eine ganz entscheidende Frage ist natürlich auch, was kostet der ganze Spaß? Und das steht einmal hier. Die Gewerbeanzeige im elektronischen Verfahren, das heißt per Online-Abwicklung, kostet 15 Euro. Das ist doch ertragbar. So teuer ist es in Deutschland oder in Berlin, ein Gewerbe online anzumelden. Und wenn ich weiter runtergehe, dann kann ich hier tatsächlich auch noch Termine buchen bei den einzelnen Gewerbeämtern, wenn ich das unbedingt vor Ort machen möchte oder was auch immer ich da vor Ort machen möchte. Darauf habe ich natürlich keine Lust. Ich will das Ganze online machen und deswegen klicke ich hier oben rechts einmal auf Dienstleistung online erledigen. Im ersten Schritt muss ich ein paar Grundangaben zu meinem Unternehmen machen. Und zwar als erstes die Rechtsform. Damit hast du dich hoffentlich vorher schon beschäftigt. Du hast nämlich eine ganze Reihe an Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel eine AG, ein Einzelunternehmen als eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau. Das ist immer dann, wenn du dich ins Handelsregister eintragen lässt. Das ist für die allermeisten Gründungen übrigens nicht notwendig. Oder eine GbR oder GmbH oder was auch immer. Wir drehen unsere Videos ja in erster Linie für die klassischen One-Man-Shows oder One-Woman-Shows. Das heißt für die Einzelkämpfer da draußen und deswegen wähle ich hier natürlich auch Einzelunternehmen und ich trage mich nicht ins Handelsregister ein. Außerdem muss ich angeben, warum möchte ich das Ganze jetzt eigentlich anmelden? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du gerade gründest. Das heißt, du startest einfach dein Unternehmen jetzt gerade neu und brauchst das erste Mal einen Gewerbeschein. Das heißt, du wählst Neuerrichtung des Betriebes. Wenn du später mal die Rechtsform, warum auch immer, wechseln möchtest, dann kannst du das auch hier ummelden und neu dein Gewerbe da anmelden. Ist jetzt in diesem Fall nicht notwendig. Außerdem ist natürlich der Starttermin wahnsinnig wichtig. Ich nehme den 14. Oktober, weil heute, Tag Aufnahme des Videos, ist der 14. Oktober 2022. Deswegen wähle ich das einmal aus. Wichtig da ist, du wählst hier den Tag mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit. Das heißt, wann fängst du mit deiner Selbstständigkeit eigentlich an? Das ist in der Praxis manchmal relativ schwer festzustellen, wann das eigentlich ist. Das bedeutet aber nicht, dass das der Tag sein muss, an dem du die erste Rechnung machst oder den ersten Auftrag hast, sondern das ist der Zeitpunkt, wo du wirklich anfängst, für deine Selbstständigkeit zu arbeiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du am Anfang erstmal nur gedanklich arbeitest, wenn du erstmal ein Marketingkonzept oder eine Positionierung oder was auch immer erstmal machst. Sobald du anfängst, an dieser Selbstständigkeit zu arbeiten, meldest du hier dieses Gewerbe an. Und das ist auch relativ wichtig, weil du auch alle Kosten vorher schon
absetzen kannst. Das heißt, wenn du auch erst nach einem Jahr zum Beispiel eine Rechnung schreiben kannst oder den ersten Kunden gewinnst, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann kannst du im ersten Jahr aber tatsächlich schon alle Kosten, die dir entstehen, absetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass du so früh wie möglich dein Gewerbe anmeldest. Gehen wir auf den nächsten Schritt. Und im nächsten Schritt muss ich noch mehr Details angeben. Und zwar ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist der Name deines Unternehmens. Und zwar geben sich viele Selbstständige irgendwelche Fantasienamen. Also ich nenne mich dann nicht mehr einfach nur Melchior Neumann, sondern Neumann Video Production Company, was auch immer. Oder ich gebe mir einen ganz großen allgemeinen Fantasienamen. Du darfst dir, kannst dir als Einzelunternehmen, zumindest wenn du nicht im Handelsregister eingetragen bist, keinen Fantasienamen geben. Also natürlich kannst du eine Webseite unter einer anderen Domain anmelden und irgendwo das in Headlines benutzen und so weiter. Aber rechtlich gesehen heißt dein Unternehmen so, wie du heißt. Das heißt, du kannst da nicht irgendwie fancy Dinge dazu dichten. Das geht nur bei Gesellschaften, das geht nicht bei Einzelunternehmen. Was ich trotzdem machen kann, ist, dass ich hier eine Geschäftsbezeichnung eingebe. Zum Beispiel kann ich Videoproduktion reinschreiben, so als Beispiel. Wichtig ist auch die Betriebsform. Bei der Betriebsform geht es darum, ist es deine Hauptniederlassung oder deine Zweigniederlassung und so weiter. Ganz ehrlich, wenn du einfach selbstständig bist und starten möchtest und nicht mehrere Niederlassungen hast, dann wählst du hier einfach Hauptniederlassungen. Außerdem möchte das Gewerbeamt wissen, ob du irgendwas mit der öffentlichen Hand zu tun hast. Sollte in den allermeisten Fällen auch nicht der Fall sein, deswegen wählst du hier einfach Nein. Und die Betriebsart ist auch sehr wichtig. Das ist wichtig für die Kammerzugehörigkeit, also Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und so weiter. Das heißt, entweder bist du in der Industrie tätig, im Handel tätig, im Handwerk tätig oder halt Sonstiges, was bei mir in meinem ganzen Leben immer der Fall gewesen ist. Und dann kannst du noch hier ein paar Angaben machen zu geplanten Angestellten. Das heißt, planst du noch neben dir irgendwelche Mitarbeiter zu beschäftigen? Das ist nämlich ganz wichtig, dich darfst du hier nicht mitzählen. Wenn du zum Beispiel eine 20-Euro-Kraft einstellen möchtest, dann trägst du hier 1 bei Teilzeitbeschäftigte ein. Im nächsten Schritt kommt ein ganz spannender Punkt, den ich bisher noch nicht angesprochen habe, und zwar brauchst du für bestimmte Gewerbe eine Erlaubnis. Das heißt, du kannst nicht einfach jedes Gewerbe ausüben, sondern in bestimmten Bereichen brauchst du irgendeine Bescheinigung und so weiter. 2 Beispiele stehen hier auch, zum Beispiel wenn du Makler sein willst oder wenn du Taxiunternehmer sein willst, dann brauchst du dafür die Erlaubnis. Und hier kann ich dir tatsächlich auch eine private, persönliche Geschichte erzählen. Das erste Gewerbe, was ich anmelden wollte, da war ich 17 und da hatte ich eine tolle Idee und wollte ein Gewerbe anmelden. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich das irgendwie machen kann und so weiter. Also mit 17 als Minderjähriger ist das sowieso schon nicht so ganz einfach. Aber ich bin dann vorbildlich und vorbereitet, wie ich war, ins Gewerbeamt marschiert und die nette Dame da drin hat mir dann gesagt, dass das gar nicht so einfach ist, weil ich eine Schanklizenz und ein Gesundheitszeugnis brauche. Und ich kann euch sagen, wenn du kein Alkohol trinken darfst, ist es relativ schwierig, eine Erlaubnis zu bekommen, Alkohol auszuschenken. Deswegen ist leider das Geschäftsmodell gestorben, aber ich möchte dir diesen Schmerz natürlich ersparen. Deswegen solltest du vorher einmal recherchieren, ob es bestimmte Auflagen oder Konzessionen gibt, die du erfüllen musst, um dieses Gewerbe auszuführen. Und natürlich solltest du dich vorher darum kümmern, dass du das Ganze hast, weil sonst kannst du dafür kein Gewerbe anmelden. Im nächsten Schritt geht es um deine Adresse. Oder um genauer zu sein, nicht um deine Adresse, sondern um die Adresse des Betriebes. Wenn du zu Hause arbeitest, ist beides das Gleiche. Aber wenn du tatsächlich woanders dein Gewerbe errichtest, dann nimmst du die Adresse und nicht deine Wohnadresse. Das heißt, hier trage ich einmal die Straße ein. Kastanienallee 98b. Und den Rest füllt er auch gleich aus. Das heißt, Prenzlauer Berg, Berlin und so weiter. Passt. Wichtig an dieser Stelle ist, du musst nur die Felder ausfüllen, wo so ein kleines rotes Sternchen an dem Feld ist. Das heißt, du musst beispielsweise deine Telefonnummer gar nicht angeben. Und ich lasse es auch lieber leer. Die E-Mail-Adresse musst du aber einmal angeben. Falls das Gewerbeamt Fragen hat, dann melden die sich per E-Mail. Das heißt, es ist auch relativ entspannt. Und meine Erfahrung ist zumindest in Berlin auch der Fall, dass sie da relativ zügig und pragmatisch durch die Gewerbeanmeldung arbeiten und du auch einigermaßen schnell eine Antwort bekommst. Der nächste Punkt ist der Punkt, wo die allermeisten Fragen entstehen, und zwar Beschreibung der Tätigkeit. Bei dem Punkt gibt es am meisten Verwirrung und am meisten Auseinandersetzungen mit dem Gewerbeamt. Und zwar schreibt das Gewerbeamt selbst dazu, bitte beschreiben Sie hier in Stichpunkten kurz Ihre Tätigkeit. Allgemeine Angaben wie Handel mit Waren aller Art sind nicht zulässig, sondern müssten näher ausgeführt werden. Beispiel Einzelhandel mit Lebensmitteln und Zeitschriften. Meine persönliche Meinung und mein persönlicher Tipp für dich ist aber, dass du versuchst, das Ganze so allgemein wie möglich zu halten. Und zwar warum? Weil du dich sonst sehr, sehr eingrenzt in deiner Selbstständigkeit. Wenn ich hier jetzt reinschreiben würde, dass mein Tätigkeitsschwerpunkt ist Handel mit Pokémon-Karten unter der Domain Pokémon.go oder irgendwie sowas halt, dann grenze ich mich schon ganz extrem ein. Weil sobald ich Pokémon-Figuren verkaufe oder Digimon-Karten verkaufe, habe ich schon ein Problem, weil es stimmt nicht. Und was ist, wenn ich plötzlich abgemahnt werde von Nintendo und diese Domain nicht mehr benutzen darf, sondern irgendwas anderes machen muss, dann stimmt das auch schon wieder nicht. Und dann muss ich mein Gewerbe wieder ummelden. Zugegebenermaßen ist das
das Beispiel so ein bisschen konstruiert, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Wenn du ganz konkret hier beschreibst, was du exakt tun willst und dann kommt irgendein anderer Kunde, der möchte aber ein bisschen was anderes von dir, dann hast du schon wieder ein Problem, wenn das da nicht drinsteht und musst dein ganzes Gewerbe ummelden. Und um das zu vermeiden, solltest du im Hinterkopf haben, dass du deine Tätigkeit so weit wie möglich beschreibst. Ich drehe ganz offensichtlich Erklärvideos, Steuervideos für YouTube. Und ich könnte hier jetzt natürlich reinschreiben, dass mein Tätigkeitsschwerpunkt die Produktion von Steuervideos auf YouTube sind. Könnte ich machen. Das Problem ist, was ist, wenn ich meine Videos auch später auf Udemy verkaufen möchte oder auch auf TikTok oder Instagram veröffentlichen möchte? Übrigens, ihr solltet mal auf TikTok und Instagram vorbeischauen, da bin ich nämlich schon. Auch da könnt ihr uns gerne abonnieren. Das heißt, das ergibt nicht so ganz viel Sinn, wenn ich später auch auf anderen Plattformen aktiv sein möchte. Auf der anderen Seite kann ich streng genommen dann auch keine Videos mehr über Buchhaltung und allgemein Finanzmanagement machen. Das heißt, ich sollte irgendwas weiternehmen und weiter formulieren. Zum Beispiel könnte ich hier jetzt reinschreiben, Produktion von Lehrvideos. Das ist schon relativ weit, es ist noch spezifisch genug, aber grenze mich auch nicht zu extrem ein, weil es nicht sagt, worüber ich in den Videos rede und auch nicht, wo ich sie vertreibe. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt, den du hier beachten solltest, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber du solltest es so beschreiben, dass ein Beamter im Gewerbeamt versteht, was du tust. Und das Ganze ist gar nicht so einfach, weil alle Leute, die in einem digitalen Bereich arbeiten, die benutzen in der Regel eine Sprache, die von Beamten nicht so immer verstanden werden. Das heißt, du brauchst hier gar nicht anfangen mit irgendwelchen Begriffen wie UX oder Affiliate oder Blockchain oder Influencer. All solche Sachen brauchst du da nicht reinschreiben. Das verstehen die in der Regel nicht und es führt automatisch dazu, dass du eine Rückfrage bekommst. Das Leitbild, was mir da immer hilft, ist, versuch mal deiner Oma deinen Beruf zu erklären. Das ist genau die richtige Beschreibung, die du hier reinschreiben solltest. Das heißt, das machst du einmal für dich. Im nächsten Schritt solltest du noch angeben, ob du deine Selbstständigkeit als Nebengewerbe startest oder als hauptberufliche Tätigkeit. Das hat übrigens für die Steuer überhaupt gar keine Auswirkung, allerdings für die Krankenversicherung. Das heißt, wenn du einen Hauptjob hast, als zum Beispiel angestellt bist im Hauptjob, dann bist du darüber krankenversichert und dann musst du, zumindest wenn dein Einkommen nicht so hoch ist, für dein Nebengewerbe nicht nochmal separat Einkommensteuer zahlen. Das Ganze ist aber anders, wenn du hauptberuflich Gewerbetreibender bist, dann musst du dich da natürlich auch krankenversichern. Im nächsten Schritt geht es um dich. Das heißt, wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Wann bist du geboren? Wo bist du geboren? Und so weiter. Das heißt, das sollte relativ einfach sein und das sollte dir auch relativ leicht fallen. Namenstitel, davon haben wir eine ganze Menge, habe ich aber nicht. Deswegen, ich bin einfach Melchior Neumann. Dann geht es um den Geburtsnamen, das Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, deine Staatsangehörigkeit und dein Geschlecht. Und dann klickst du auf Weiter. Im nächsten Schritt geht es um deine Adresse. Vielleicht denkst du dir jetzt, habe ich doch gerade schon angegeben, wieso denn jetzt schon wieder? Ja, weil du eben die Adresse deines Gewerbes angegeben hast und jetzt geht es um deine private Adresse. Wenn du dein Gewerbe bei dir zu Hause anmeldest, ist natürlich beides genau das gleiche, aber es muss halt nicht sein. Du kannst ja dein Gewerbe auch woanders anmelden und wohnst einfach ganz woanders. Für den Fall, dass du dein Gewerbe zu Hause angemeldet hast, kannst du aber tatsächlich auch einfach hier klicken auf Betriebsanschrift als Wohnanschrift übernehmen. Das heißt, es ist genau ein Klick und dann filtert das automatisch aus, kannst das alles nochmal überprüfen, kannst hier jetzt nochmal eine andere Telefonnummer eintragen und so weiter. Ich will sie immer noch nicht angeben und klicke deswegen auf Weiter. Im nächsten Schritt musst du deine E-Mail-Adresse angeben, an die du dann die Bestätigung zur Gewerbeanmeldung zugestellt bekommst. Das heißt, wir sind im Wesentlichen inhaltlich fertig. Das heißt, wenn ich hier jetzt einmal meine E-Mail-Adresse angebe und auf Weiter klicke, habe ich genau hier jetzt auch online die Möglichkeit, meine 15 Euro zu bezahlen und bekomme dann direkt im Anschluss die Bestätigung, dass ich jetzt mein Gewerbe angemeldet habe. Wenn du diesen Schritt abgeschlossen hast, bekommst du zwei E-Mails. Und zwar einmal die E-Mail-Bestätigung der Gewerbeanzeige. Das ist einfach nur die Bestätigung, dass das Ganze funktioniert hat, was du da gerade versucht hast. Und einmal eine E-Mail, die heißt die persönliche PIN zum Abruf ihrer Dokumente. Das heißt, da ist eine Nummer drin und mit dieser Nummer kannst du dann deinen Gewerbeschein herunterladen. Ich blende dir einfach mal exemplarisch so einen Gewerbeschein ein. Der sieht ungefähr immer gleich aus. Das heißt, mit diesem Dokument bist du jetzt offiziell Gewerbetreibender oder Gewerbetreibende in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch dazu! Du wirst wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen von unterschiedlichen Institutionen Post bekommen, die unterschiedliche Dinge von dir wollen. Ist auch ein bisschen abhängig davon, als was du dich angemeldet hast. Was du unbedingt noch machen solltest, ist die Finanzamtsanmeldung. Das bedeutet, dass die Gewerbeanmeldung nicht vollständig ausreicht. Du musst dich auch unbedingt noch einmal beim Finanzamt anmelden. Das machst du idealerweise über Elster Online mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Selbstverständlich habe ich auch für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ein Schritt-für-Schritt-Video erklärt, ähnlich wie dieses Video. Deswegen, wenn du jetzt gerade ein Gewerbe angemeldet hast, solltest du das idealerweise so schnell wie möglich machen, weil erst danach bekommst du eine Steuernummer und diese Steuernummer brauchst du, um eine Rechnung zu schreiben. Deswegen für dich jetzt an dieser Stelle, wenn du gerade gegründet hast, herzlichen Glückwunsch und schau dir unbedingt als nächstes das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Das ist nämlich genau diese Anleitung zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
Ich hoffe, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung konnte ich dir weiterhelfen und du bist jetzt stolzer Inhaber eines Gewerbescheins. Wenn du als Gewerbetreibender jetzt einen Steuerberater brauchst, der dir bei dieser ganzen Finanzamt-Thematik hilft, also bei der Anmeldung beim Finanzamt, bei der Buchhaltung, bei den Steuererklärungen und so weiter, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen, wie wir dir weiterhelfen können, das findest du einmal, wenn du hier klickst. Ich würde mich sehr freuen. Natürlich kannst du dich auch erstmal weiter auf unserem Kanal umschauen. Wir haben viele Videos zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige aufgenommen. Die findest du zum Beispiel hier oder hier.